Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid. Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesession Let's Play The Forest. Wir sind im Wald unterwegs, ich nehme fürs Wochenende gerade die ganzen Folgen auf, wir haben Freitag Nachmittag. Die Folge gibt es heute Abend, ich wünsche euch dann natürlich auch schon mal ein schönes Wochenende vorab. Was machen wir heute? Ich würde sagen, wir gehen in Holz, wir versuchen unsere Base wieder so ein bisschen von den Bäumen zu befreien. Gleichzeitig können wir hier natürlich oben noch gleich anbauen. Es wird ein bisschen ein lowes Energielevel. Müssen wir vielleicht gleich mal gucken. Ja, zwei, drei Schläge noch. So. Ich wollte ja eigentlich auch noch mal gucken, ob das eigentlich was bringt. Ob wir mit dieser jetzt eigentlich auch gut Bäume fällen. Nee, ne? Das Teil bringt irgendwie gar nichts. Und die haben wir schon voll gerüstet, da ist nichts mehr zu equippen. Aber immer noch keine richtig gute Axt, um Bäume schneller fällen zu können. Die große Axt fehlt mir leider immer noch. Ja, natürlich gerade jetzt bei den 100 Bäumen, die hier ungefähr wieder stehen. Schön gewesen, wenn wir sie gehabt hätten. Bringen wir erstmal die ersten Baumstämme nach oben. Das sind hier nochmal die Bäume, die jetzt so nah an der Hütte stehen. Die hauen wir jetzt gleich nochmal weg. Also wir machen das denn wie folgt am besten. Wir werden jetzt hier erstmal ein Stück noch weiter bauen. Das Dach müssen wir natürlich auch noch draufsetzen. Also die nächste Etage wieder. Oder dann das Dach. Oder unsere Aussichtsplattform ganz oben. Wir müssen eigentlich mal irgendwas essen, damit wir unser Energielevel wieder voll hoch pushen. Die 17 noch. Was haben wir denn? Drei Bäume gefällt gerade eben schon. Schieben wir erstmal weg. Ein bisschen hier aus dem Weg. Ja, dann das wird eine Arbeit, hier alles wieder wegzuholzen. Aber gibt uns so häufig die Gelegenheit, ein paar schöne Außenposten zu bauen in alle Ecken, weil denke ich, das machen wir, das wird das optisch nachher noch viel schöner hier. Also, ne, wir machen das Beste draus aus dem Fehler, dass alle Bäume wieder da sind. Aber jetzt essen wir erstmal was. Einmal einen guten Happen. Und schon ist unser Energielevel wieder ganz voll. Ja, also am besten, ne? So Stück für Stück immer ein paar Bäume fällen, ein paar Bäume verbauen. Aber als nächstes gleich erstmal sehen wir zu, dass wir die Bäume eben alle fällen, die uns hier so weit ins Haus reinragen. Ja, Stöcker müssen weg. Hier ist noch ein Stamm. Wasser schon? Das kann es doch noch eigentlich gar nicht gewesen sein. Die anderen liegen draußen wahrscheinlich. Da liegt noch einer. Ja, und draußen liegen auch welche. Na, hier unten ist wieder alles gewuchert. Ich kann den ganzen Keller mit Bauholz voll machen. Elf Stück.
Das sieht ja auch nicht aus hier, ne? Machen wir uns das Feuerchen an. Und. Oh, den können wir noch aufhängen. Räuchert aus. Hä, unser Topf ist verschwunden. Haben wir ihn letztes Mal nicht wieder eingesammelt? Das ist ja ein komisches Unterfangen. Da schnappen wir so einen neuen Topf. Was ich euch ja noch gar nicht gezeigt habe, fällt mir gerade ein, oder? Das habe ich nämlich letztens gemacht, als ich, wie gesagt, ein bisschen gezockt habe und nicht aufgenommen habe. Hier in der Hütte hängt jetzt Fisch, damit es hier schön in der Hütte riecht. Fisch in der Hütte. Fisch in der Haus. So, wollen wir die von draußen auch noch wegholen? Dann müssen wir hier mal die Tür öffnen. Mal gucken, was ist denn hier nach draußen gesteuert worden. 1, 2. Die könnten wir aber auch hier erstmal reintun. Kriegen wir den nicht besser weg, den Stumpen. Dann können wir nämlich unsere Lokschlitten hier ein bisschen besser platzieren. Dann sind sie auch so ein bisschen aus dem Weg. Ja, komm, wir nehmen die Stumpen dann auch immer Stück für Stück weg. So, und ich habe jetzt gesagt, wir wollen erstmal die Bäume wegnehmen, die so krass doll ins Haus reinragen. Das ist auf jeden Fall einer, der hier gehört zu der Art. Schon kaputt. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwo eine Bank hier craften, dann können wir uns schneller erholen. Ne, wir haben da hinten eine. Dann gehen wir zur Hütte. So, genau in die Richtung braucht man das auch. Dann sammeln wir den schon mal weg. Und sehen gleich in der Hütte ist es nicht mehr ganz so schlimm wie wuchert. Unten im Keller nochmal aufräumen. Hier diese Bäume rechts und da ist noch einer, der so ein bisschen reinragt. Das muss repariert werden. Ja, es wird erstmal dauern, ne? Aber wir können auch wieder, ja, müssen auch mal eine Nacht durcharbeiten, würde ich behaupten. Wir laufen ja auch dann nicht unbedingt so sehr Gefahr, angegriffen zu werden. In unserer schönen, sicheren Base. Obwohl die Hempelmann ja teilweise über die Bäume wahrscheinlich kraxeln könnten. Stöcke können wir auch nicht so viele brauchen. Den nehmen wir erstmal weg. So, hau um. So, was ich noch Schönes mit dabei habe, was ich auch noch nicht gezeigt hatte in der letzten Folge, weil ich so verdutzt war, dass alle Bäume wieder da waren. Info. Na, haben wir schon verbaut, ist weg. Gut, Lampen, nämlich habe ich einige hier verbaut. Es wird ein bisschen mehr Licht in der Nacht sein, aber wir brauchen natürlich mehr davon.
welchen Buch hat hier zum ist auch schon mal nichts mehr durch. Jetzt haben wir noch den Einbaum hier vorne gleich an der Seite. Durch die Mauer aufgreifen. Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge von den Fackeln hier überall rundherum, aber insgesamt ist natürlich trotzdem jetzt durch den Wald wieder ziemlich dunkel geworden. Zumindest gefühlt viel dunkler als vorher. Drei noch. Ja, machen wir die erst fertig. Dann kommt dieses Zwischendeck wieder rein. Eigentlich müsste ich das hier auch mal ein bisschen mehr stoßen, uns hier fast jedes Mal den Kopf. Wie sieht unser Feuer aus? Das ging ja schnell. Letzten Patch wieder ein bisschen dunkler geworden alles. Wirkt irgendwie gerade so, ne? Ja, hau den Stumpen weg, ich will nicht zu nah dran. Ja, sehr schön. Machen wir hier unten erstmal das Gemüse weg. Wieder aus. Was ist denn hier los mit dem Feuer heute? Ist auch richtig hell jetzt hier. Setzen wir uns kurz auf die Bank, gucken ein bisschen auf den Teich, ärgern uns noch ein bisschen, dass echt alle Bäume wieder da sind, aber komm. Nicht so schlimm. So, Energielevel wieder full. Nehmen wir hier doch einfach den nächsten Baum. Jetzt können wir auch kloppen, was das Zeug hält. Ja, ein bisschen lieber in die Richtung. Ich denke mal, die Mauer, die hält das schon aus. Die Bäume sind meistens nicht so lang, dass sie noch den Holzpalisadenzaun rundherum zerstören. Einmal setzen bitte. Kriegen wir auch noch weg. Unser Energielevel ist noch recht hoch. Los. Was bremst denn da? Die letzten zwei, drei Schläge. Warum ist er so schwach auf der Brust heute? Naja, falls wir ein Stück von unserer Mauer zerstören, das ist nachher nicht ganz so wild. Hauptsache unsere Hütte hier bleibt heil.
Die nächsten zwei. Die reichen dann auch. Um die Etage hier abzuschließen. So. Ja, dann können wir den erstmal hier wegschmeißen. Und setzen wieder unsere Zwischendecke ein. Sechs Bäume. Na gut, wir haben so viele hier in der Nähe. Dann würde ich aber sagen, fällen wir Bäume in der nächsten Folge weiter, denn das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Freitagabend, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.